Servus zusammen. Heute habe ich mal was ganz Interessantes. Vielleicht kennt es viele oder es kennt sogar wahrscheinlich sogar viele von euch, dass man irgendwie zu Hause irgendeine Ecke hat, wo man vielleicht nicht hinkommt mit der Handykamera, mit den, dass man nicht hinschauen kann mit den, also in die Ecken oder sonst was, dass irgendwo was verstopft ist oder irgendwo Kleinvieh irgendwo rumläuft im Haus oder in der Wohnung, im Rollladenkasten, im Auto irgendwas verloren gegangen ist, man nichts findet. Da habe ich was Cooles bei Amazon gefunden. Und zwar ist es so ein Endoskop, was man direkt an entweder an Laptop oder an Smartphone oder ans Tablet anschließen kann. Und zwar habe ich mir hier dieses geholt. Es kostet momentan bei Amazon knapp 17 Euro. Hat noch keine Bewertung aktuell drauf. Die erste werde wahrscheinlich ich jetzt aufgeben. Aber wie gesagt, das ist ein Endoskop, was ihr direkt anschließen könnt per USB. Hat eine Auflösung, glaube ich, von, ich glaube, 640. Was aber wirklich super ist, ich habe die jetzt schon mal ganz kurz nochmal angeschlossen, zeige ich gleich nochmal. Die wirklich eine schöne Auflösung macht und gerade eben für so Ecken reicht es völlig aus. Dazu ist hier noch eine LED-Beleuchtung vorne drin. Ich hoffe, man kann das hier sehen. Genau, das ist die LED-Beleuchtung. Und sie ist auch noch wasserdicht, also dieses Kabel ist wasserdicht. Das heißt, ihr könnt damit wirklich, wenn irgendwas verstopft sein sollte, in der Toilette, im Waschbecken, könnt ihr gucken, wo sich eben das entsprechende Teil versteckt oder auch... Ich kenne auch viele, dass ein Ring verloren geht im Waschbecken oder sonstiges. Kann man genau damit nachgucken. Dadurch, dass es eine Länge von 5 Metern hat. Es gibt in drei verschiedenen, 2 Meter, 5 Meter und 7 Meter. Ich habe jetzt einfach 5 Meter genommen, weil es für einen normalen ausreicht. Genau, also hier ist das Kabel, was schon mal wirklich von Verarbeitung gut ist. Kein so ein ganz dünnes Kabel, sondern wirklich, man merkt schon, irgendwo wird was übertragen. Dann ist hier der Anschluss für das Smartphone, der kleine Micro-USB. Und dann gibt es noch einen Adapter auf normalen USB. Was auch schon dabei ist. Da wird in einer ganz normalen, schlichten, weißen Verpackung geliefert. Dann gibt es hier noch ein Adapterstück. Ich vermute mal, dass man irgendwie in Teilen aus irgendwelchen, ja, nicht unbedingt hängen bleibt oder so, wenn man in irgendwelche Löcher geht. Und eine Beschreibung auf, ich gucke gerade mal, die ist auch auf Englisch, genau auf Englisch. Und hier hinten hat man zwei Barcodes, mit denen man die entsprechende App runterladen kann. Das ist eine ganz normale Kamera-App, mehr oder weniger. Wo man es geht. Und hier ist dann nochmal auf kleiner CD ist dann nochmal so ein Treiber für das Notebook dabei. Genau, dann schließe ich es einfach mal an und zeige das mal. Bei mir war der Hintergrund, dass ich in der Decke, haben vielleicht auch manche, oder am Dachboden irgendwie Mäuse hatte und einfach damit in diese Spots in der Decke einfach mal gucken wollte, wo im Endeffekt eine Maus ist oder irgendwie Kleintier, irgendwas krabbelt da und man will einfach nachgucken, was es ist, weil sonst man kommt wieder mit dem Handy in diese Lücke rein. Oder man kauft sich halt eine teure Endoskopkamera, die irgendwo mal im Angebot für an die 100 Euro ist. Aber wenn man natürlich so eine Lösung hat, ist natürlich optimal und man braucht dafür wirklich keine Auflösung in Full HD oder sonst was. Ich schließe es einfach mal hier an. So, ich habe das einfach hier bei meinem Tablet genommen und zeige einfach mal, wie das funktioniert. Dazu schließe ich einfach mal dieses Kabel hier per USB an. Die App habe ich vorher runtergeladen. Das ist USB-Kamera, nennt die sich. Ich zeige das nochmal vorab, so man sehen kann. USB-Kamera, genau. Dort. Und dann schließen wir einfach mal die Kamera an, dann startet die auch schon sofort. So. Und man sieht es einfach, ich gehe einfach mal jetzt hier in die Ecken. Und man sieht es ja im Display vom Tablet, ich hoffe, man kann es hier ganz gut erkennen, wie nah man dran gehen kann und wie gut man auch ja, das entsprechende Teil sehen möchte, was man sehen möchte. Dazu gibt es hier am Gerät, ich muss das gerade mal hier rumlegen, am Kabel selbst gibt es nochmal hier so einen Adapter, bei dem man jetzt zum Beispiel die LED-Helligkeit einstellen kann, was auch super genial ist, natürlich in irgendwelchen Räumen, um irgendwie anonym, sage ich mal, zu gucken, was da sein könnte, aber auch bei Tageslicht. Und hier kann man wirklich die Helligkeit, wie man hier sieht, deutlich einstellen. Was wirklich ganz cool ist, ich zeige das nochmal mit dem Tablet. Dass man das einfach so weit erkennt, hier bei diesem USB. So. Muss ich nur so suchen. Genau, da ist das USB. Wenn ich hier mal die Helligkeit einstelle, sieht man, dass es wirklich hell ist. Also das reicht gerade in so kleinen Rohren oder irgendwie am Dachboden, in irgendwelchen kleinen dunklen Ecken kann man das Ding wirklich super beleuchten. Und man kann natürlich auch das Video dann aufzeichnen. Ich halte das mal ein bisschen näher.
Also absolut genial. Gerade für das kleine Geld hat man so eine Kamera wirklich immer zu Hause und die geht ja auch eigentlich auch nicht kaputt, wenn man die irgendwo hinlegt und wirklich nur dann benutzt, wenn man die braucht, hält so ein Gerät ewig und das reicht einfach völlig aus. Ihr könnt damit Fotos machen, ihr könnt damit Videos aufzeichnen, um zum Beispiel irgendjemand was zu zeigen, dass da irgendwo was defekt ist am Auto oder sonst wo. Also eine absolute Empfehlung. Also ich kam durch Zufall drauf, habe das nur ja, durch einen Zufall-Link eigentlich gefunden und schließt es einfach an euer Tablet, an euren PC, an Smartphone an und ihr habt ein wirklich cooles Gadget daheim, was wirklich immer mal wieder genutzt werden kann. Gerade in so Ecken. Also ich habe das auch zum Beispiel in der Kaffeemaschine ausprobiert, weil es hieß irgendwie, dass eventuell irgendwas im Mahlwerk kaputt ist oder irgendwie irgendwas ja, verstopft. Hab da mit reingeleuchtet, ganz normal nur Bohnen gesehen, dass man einfach so wirklich auch mal so Kleinigkeiten sehen kann, weil das mit dem menschlichen Auge geht das einfach gar nicht. Und der zoomt es wirklich so nah dran, dass wirklich schon eine coole Sache ist. Ja, wenn ihr Fragen dazu habt, den Link hinterlege ich euch. Und ja, würde mich freuen, wenn ihr das Video positiv bewertet. Ansonsten bis zum nächsten Video. Ciao.